Hallo und herzlich willkommen. Zunächst einmal möchte ich mich bei allen, die sich auf den Feuerdienst freuen, entschuldigen. Das Projekt ist doch etwas umfangreicher als erwartet und wird wohl erst in der kommenden Woche fertig. Ich habe nun kurzfristig den Low-Budget-Smiter für Übertristram eingeschoben, da dies ja auch ein sehr beliebtes Thema ist. Mindestens jeder, der meinen Zealot-Guide gesehen hat, weiß ja, dass man Übertristram auch easy mit einem Alpha-Paladin schaffen kann, da der eine Punkt in Smite mit dem richtigen Gear vollkommen ausreicht. Wenn man allerdings noch nicht das entsprechende Equipment hat, wird man dafür dann doch besser einen reinen Smiter nehmen. Da der Smiter eben nur für den Job in Übertristram bestimmt ist, wird er meist durchgerusht und in Ballruns gelevelt, bis er hoch genug ist. Über Level 80 ist das schon empfehlenswert. Für die Statuspunkte gilt dasselbe wie so oft: Stärke genug für die Ausrüstung, Geschicklichkeit, bis man mit Heiliger Schild die maximale Blockrate hat und den Rest in Vitalität. Die drei wichtigsten Skills bei einem Smiter sind Niederstrecken, Heiliger Schild und Fanatismus. Niederstrecken heißt auf Englisch Smite und gibt diesem Paladin seinen Namen. Für Übertristram wird außerdem auch die Überzeugungsaura gemaxt, die neuerdings Verurteilung heißt. Mit der können wir die Aura von Übermephisto so überlagern, dass seine nicht mehr wirkt und somit unsere Resistenzen erhalten bleiben. Die sind dort nämlich überlebenswichtig. Außerdem skille ich bei den defensiven Auren grundsätzlich gerne den Zweig bis Erlösung mit je einem Punkt und Errettung. Bei den Kampffertigkeiten kommen auch noch je ein Punkt in Opfer und Eifer, somit ist der UT-Smiter komplett unabhängig und kann alleine arbeiten. Die Punkteverteilung sieht am Ende so aus. Nun zur Ausrüstung. Als Helm ist es üblich, Guliaume zu nehmen, vor allem wegen den 35% auf vernichtenden Schlag. Schnellere Erholung nach Treffer und Todesschlag sind zusätzlich auch ganz nett. Als Amulett ist ein Highlord super, wegen Ias Todesschlag und Blitzresistenz. Wenn man keins hat, wird man hier irgendwas mit Resistenzen nehmen müssen. Die Rüstung ist ein Schutzengel, weil der die maximalen Resistenzen erhöht und die Blockqualitäten verbessert. Als Waffe empfehle ich Himmlisches Licht, hier haben wir weitere 33% auf vernichtenden Schlag, plus 3 zu Skills und mit 2 Shael-Runen gesockelt eine super Angriffsgeschwindigkeit. Die Waffe macht auch genug Schaden, um mit Alpha bequem die Dungeons zu clearen. Eine noch günstigere, aber auch weniger starke Alternative ist das Runenwort Schwärze. Als Schild wäre Herold von Zakarum super, doch wir begnügen uns hier mal mit einem Paladin-Schild mit über 30 zu allen Widerständen Basis, der zusätzlich mit 4-mal umgesockelt ist. Damit ist sehr viel für die Resistenzen getan. Als Rohling empfehle ich Wirbelschild oder Heilige Targe, die haben einen guten Smite-Schaden. Als Handschuhe müssen Draculs her wegen Life Leech und Life Tap, das ist sehr wichtig für das Überleben des Smiters. Als Gürtel ist Donnergott der übliche Standard, vor allem wegen der zusätzlichen maximalen Blitzresistenz. Einer der beiden Ringe ist auf jeden Fall ein Rabenfrost, damit der Paladin nicht einfrieren kann, der andere kann zum Beispiel ein Manhalt wegen Mana Leech oder ein Zwergenstern wegen maximaler Feuerresistenz sein. Außerdem ist es gut, ein CTA im zweiten Waffenslot zu haben oder Unterstützung durch einen Barbaren zu bekommen. Ansonsten wird es zu kritisch, was die Lebenspunkte angeht, und jeder Tod macht den Prozess mühseliger. Um die Widerstände zu maximieren, sollte man genügend entsprechende Zauber im Inventar tragen oder weitere Umrunen versockeln. An den Füßen haben wir dann noch Gore Riders wegen Todesschlag und vernichtender Schlag. Für Übertristram sind große Regietränke und geschicktes Gameplay ratsam. Ich kümmere mich meist zunächst um Überduril in den vergessenen Sanden. Der geht recht schnell, da er meist direkt oberhalb des Eingangs wartet. In der Regel kann man den auch easy wegsmiten, natürlich mit aktiver Fana-Aura. Man sollte trotzdem einen Finger auf Regenerationstrank haben, für den Fall, dass er einen Lucky Hit raushaut. Als nächstes kommt Über-Isual.
Den findet man am Ende des Glutofens der Pine. Die Mobs auf dem Weg kann man mit Alpha gut bekämpfen. Wenn es sich ergibt, kann man auch Teile der Map durchsprinten. Lilith am Ende der Matronenhöhle ist am schwierigsten von den drei Dungeon-Bossen. Durchrennen ist hier eher schwierig, weil die Jägerinnen recht schnell hinterherkommen. So kann es auch passieren, dass man dann plötzlich bei Lilith landet und die ganzen Mobs einen noch zusätzlich stressen. Wenn es zu heikel wird, sollte man zusehen, dass man Distanz gewinnt, im Notfall durch ein TP abhauen und wieder in den Eingang des Dungeons reingehen und die Situation neu kontrollieren. Seid gegrüßt. Thank you.
Wenn man die drei Organe hat, geht es endlich nach Übertristram. Während mein gut ausgestatteter Zealot dort einfach rein in die Masse gegangen ist, wird dies mit dem Low Equipment Parler etwas anspruchsvoller. Ich gehe erstmal links herum nach unten und versuche vorsichtig Mephisto anzulocken. Der muss zuerst vernichtet werden. Mit meiner Verurteilungsaura überlagere ich die seine und schütze damit meine Resistenzen. So kann ich ihn relativ safe wegsmiten. Anschließend Mobs clearen und Schrei und Schild auffrischen. Für Baal und Diablo schalte ich dann wieder auf die Fana-Aura um. Wenn beide gleichzeitig angreifen und dazu noch die Viecher kommen, ist es sinnvoll, erstmal wieder auf Distanz zu gehen und sich neu zu sortieren. Die Gegner durch geschicktes Laufen zu trennen und dann wieder erneut anzugreifen. Zwischendurch muss man sich eventuell den Weg mit Eifer freiprügeln, immune Gegner können weggelockt werden. Während ich die Bosse lege, ist immer ein Finger auf einem großen Regitrank für den Fall der Fälle und ich nehme aus der Reaktion heraus dann lieber einen zu viel als zu wenig. Auf keinen Fall sollte man jedoch die Monster zum roten Portal hinlocken, das muss safe bleiben, falls man sterben sollte. Wenn die Bosse gelegt sind, droppt endlich die heiß begehrte Höllenfeuerfackel.
Für jene, die es noch nicht wissen, die notwendigen Schlüssel farmt man im Spielmodus Hölle bei der Gräfin, dem Geisterbeschwörer und Nilatak. Ich hoffe, dieser Guide konnte euch weiterhelfen, sodass ihr auch bald eure Erfahrungen in Übertristram sammeln und die drei Übel dort erfolgreich bezwingen könnt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, macht es gut und bis bald.